Also diese Konsistenz von denen ist ja immer so Gold. 3 von 10 Punkte. Es ist wieder Riegelzeit. Ja, ich habe diesmal ein bisschen anderes Format gedreht, weil ich halt immer mir, also weil ich nicht alle auf einmal in der Drogerie gekauft habe oder im Supermarkt, sondern immer mal welche gekauft habe und das sozusagen dann abgefilmt habe. Wie gesagt, ich habe aus der Drogerie getestet, also von Rossmann, DM, Edeka, Rewe, Bio-Supermarkt, da ist noch Bio-Riegel mit dabei, also vegane Proteinriegel und hups. Das Gleichgewicht zu halten ist morgens immer nicht so dolle, wenn man auf einem Bein steht. Sorry. Jedenfalls, genau, ich habe das immer so ein bisschen unterschiedlichen Tagen getestet und ja, also wie gesagt, man bekommt die Riegel auch meistens in unterschiedlichen. Also manchmal bekommt man sie bei DM, manchmal bei Rossmann. Von daher habe ich immer nur so eins da, wo ich es jetzt gerade her habe. Aber natürlich bekommt man die ganz oft auch noch woanders und nicht nur da oder auch bei Rewe. Die haben ja meistens auch die gleichen Sachen. Und genau. Also viel Spaß mit den Riegeln. Sonst, wenn ihr mich auf Instagram noch nicht kennt, könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Da mache ich nämlich auch immer ganz viel Riegeltests und ja, also auch viel zum Thema Selbstliebe und ja, hier auf YouTube gibt es noch ganz viel Food Challenges, auch weitere Riegeltests und Food Diaries. Ich habe jetzt hier die neuen Corny Protein Bars getestet und muss sagen, die sind echt lecker. Also ich finde die mega gut. Die sind halt auch echt crunchy und haben die noch so eine Schicht da. Also vor allem haben die mega gute Werte. 165 Kalorien auf, also für den ganzen Riegel ist ja nichts, ne? Also der helle hier bekommt auf jeden Fall 9 von 10 Punkte. Und auch dem anderen. Dann haben wir jetzt noch die Peanut Caramel Crunch. Die andere Sorte hole ich mir auf jeden Fall dann auch nochmal. Die ist auch mega lecker. Also auch 9 von 10 Punkte. Ich musste mir jetzt auch die letzte Sorte von dem holen, von den Corny. Und ich finde die immer noch sehr, sehr lecker. Das ist auch meine Lieblingssorte von denen. Also die bekommt 9 von 10 Punkte, weil ich die einfach echt richtig gut finde. Okay, und ich esse mir jetzt mal diese Multipower Protein Layer. Ich habe jetzt hier Cookies and Cream. Und oh mein Gott, Freunde, der ist richtig lecker. Wie viel Cream ist das bitte? Mega geil. Also, ich hatte schon mal einen von denen probiert, den ich eigentlich nicht so gut fand, aber der hier ist mega lecker. Der hat 198 Kalorien, das sind 50 Gramm. Und hier vorne steht auch drauf, wie viel Protein, 16 Gramm Protein. Also den kann ich sehr empfehlen, der kriegt geschmacklich auf jeden Fall eine 8,5. Ja. Und hier von Maxi Nutrition, den gab es auch im Rewe. Hier diesen Berry-Riegel, der ist mega lecker. Also man schmeckt ziemlich künstlich, man muss es schon mögen, aber der ist schon sehr, sehr erfrischend irgendwie und kann ich sehr empfehlen. Hat 30 Gramm 30% Protein, 200 Kalorien, 8 von 10 Punkte. Und so sieht der aus. Der hat eine echt relativ dickere Schokoschicht hier, das finde ich echt lecker. Ja, das Innere ist dann doch halt auch wieder ziemlich künstlich. Ja, ist soweit aber ganz lecker. Also ich gebe dem eine 7 von 10 Punkte. Ja. Hier haben wir einen Riegel von Rossmann von Maxi Nutrition. Peanut Caramel Flavor. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal, aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ich finde, irgendwie vergesse ich immer bei den Rossmann-Riegeln oder bei den Drogerie-Riegeln, welche ich schon kenne und wie geil ich sie finde. Genau, hier hat 50 Gramm, sind 215 Kalorien und davon 15 Gramm Eiweiß. Und hier habe ich dann mal im direkten Vergleich 2 Sorten von den Rossmann-Riegeln. Hier gibt es ja auch noch weitere. Und habe ich hier einmal Crunchy Vanille, den kenne ich glaube schon, und Strawberry. Da bin ich mal sehr gespannt. Die haben 38% Proteinbeide, 45 Gramm, 170 Kalorien. Ah ja, das ist richtig in Erinnerung. Die finde ich lecker. Ja, also zwar auch wieder ja, ziemlich künstlich innen drin, aber irgendwie mag ich das. Das ist ja hier oben noch so eine Cremeschicht. Also die cremigere Schicht, diese Vanilleschicht. Und ja, finde ich auch echt lecker. Kriegt 8 von 10 Punkte. Okay, bei der Sorte bin ich jetzt echt überrascht. Ich dachte, so wie sie aussieht, vor allem, dass sie mega künstlich ist. Aber ich finde die noch nicht mal so hyper süß wie andere so fruchtgefüllte Riegel. Und ich finde die echt lecker. Also
Kann man doch mal ganz gut machen. Kriegt eine 8,5. Ja, doch. Die ist lecker. Mal wieder ein neuer Riegel von Rossmann. Maxi Nutrition Schokonat Protein Riegel. Hat 32% Protein, 180 Kalorien, dafür 14 Gramm Eiweiß. Klingt nicht schlecht. Ich dachte, ein bisschen gespoilert von, also verwöhnt von meinen ganzen anderen leckeren Riegeln. Ja, also die Erdnussschicht und Schokoladenschicht ist lecker, die Proteinschicht mal wieder nicht. Wie bei mir fast immer alle Riegel abschneiden. Also 7 von 10 Punkte. Der nächste Riegel ist hier von Power System. Lower Carb Protein Riegel mit Karamell-Erdnussgeschmack. Und ja, 33 Gramm Protein. Und der ist echt ziemlich lecker. Der rennt mir total aus Snickers. Hat 182 Kalorien. 15 Gramm Eiweiß. Ja, das ist in Ordnung. Ja, und der ist echt ziemlich lecker. Also ich finde, klar, der hat auch so den typischen Proteingeschmack. Aber ist schon auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker. 7 von 10 Punkte. Also weil er immer noch, also er ist nicht super geil, aber für den Preis ist auf jeden Fall sehr gut. Neu im Sortiment bei DM von Power System. Für 1,29 gibt es den Salted Cashew Karamell Riegel. 32% Protein, hat 188 Kalorien, 15 Gramm Eiweiß. Ja, bin ich mal gespannt. Also sieht schon mal richtig geil aus und ich muss sagen, die Masse außenrum ist auch echt lecker und auch dieses Salted kommt echt gut durch. Aber die Masse innen drin schmeckt dann doch nach sehr recht günstigen Protein. Daher bekommt er 6 von 10 Punkten. Auch bei DM gibt es für 1,55 von Power System diese Whey Chocolate Bar. Weiße Schokolade habe ich jetzt genommen. Und da war ich immer mega überrascht. Der hat einfach 270 Kalorien. Das ist halt für so einen Eiweißriegel. Vor allem im Vergleich zu den ganzen anderen Riegeln relativ viel. Oh mein Gott. Der ist richtig, richtig lecker. Der schmeckt wie weiße Schokolade. Also okay, es ist halt auch echt. Hat er dann auch 30 Gramm Zucker. Also eigentlich kann man auch genauso gut Schokolade essen. Aber es ist halt Proteinschokolade. Also das würde ich jetzt eher so als Proteinschokolade als an richtig Proteinriegel so typisch bezeichnen. Aber richtig lecker. Also das bekommen 9 von 10 Punkte. Dann auch von der Power Bar Ride Energy. Coco Hazelnut Caramel. Hat 227 Kalorien. 10 Gramm Protein ist jetzt nicht so viel für den ganzen Riegel. Ja, also ich finde den Geschmack nicht schlecht. Auch wieder sehr künstlich, aber hier mag ich den künstlichen Geschmack. Leider ist mir die Schicht da oben, könnte ein bisschen dicker sein, also diese Cremeschicht, die sieht da so ein bisschen fancier aus. Aber ist auf jeden Fall auch sonst solide und lecker, also hat schon ja 7,5 von 10 Punkte verdient. Für 1,45 gibt es hier so neue Natural Protein Bars. Ich habe jetzt Banane Schokolade hier, sind halt eben dann mit natürlichen Inhaltsstoffen und sind sie mit so Soja-Protein-Crisps. So Riegel mag ich eigentlich immer auch ganz gerne. Haben 12 Gramm Protein, das ist für so einen pflanzlichen eigentlich auch echt ganz gut. 175 Kalorien. Also der ist auf jeden Fall schon ganz lecker. Und dann schmeckt auf jeden Fall sehr deutlich mit Bananengeschmack raus. Ein Bananengeschmack ist sogar einigermaßen natürlich. Ist jetzt nicht so super süß, weil es sind ja meistens dann nicht eben so kleine Erdnussstückchen noch drin und Schokostückchen. Doch, der kann auf jeden Fall, kriegt der schon, ja, 7 von 10 Punkte solide. Ich habe jetzt hier mal den Eiweißriegel 9 von DM. Der hat hier so verschiedene Schichten. Also ich habe den gerade probiert und ich finde den echt mal ganz lecker. Also ganz coole Schichten. Das hat mal so einen ganz anderen Geschmack. Also halt, was ist ein ganz anderer Geschmack, aber mega crunchy. Also ich finde den sehr, sehr lecker. Also 8 von 10 Punkte bekommt er auf jeden Fall. Hat halt auch gerade mal 160 Kalorien. Dann hier einen veganen Protein-Schockriegel. Habe ich noch nie probiert, muss ich sagen. Da sind jetzt 50 Gramm drin mit auf der Basis von Erbsenprotein. Das ist natürlich gar kein Vergleich mit diesen Crispy-Sachen. Aber ich finde den ganz lecker. Also sind ja dann ohne Süßstoffe und natürlich gesüßt. Und klar, man schmeckt dieses Erbsenprotein. Man muss diesen typischen Erbsenprotein-Geschmack mögen. Aber man hat schon ziemlich was von einem Brownie. Also wenn man einfach so ein bisschen Brownie haben möchte, der ein bisschen mehr Protein hat, sehr lecker. Bin jetzt mal auf die zweite Sorte hiervon gespannt. Doch, ich finde den nicht schlecht. Also ja, der bekommt auf jeden Fall so
7,5 Punkte. Dafür, dass der vegan ist, also halt als Eiweißriegel, klar, der hat auch nur 10 Gramm Eiweiß, aber, also halt Butterriegel, aber ich finde lecker. Da sind halt so kleine Stückchen drin. Ja, die Konsistenz ist sehr ähnlich zu dem anderen, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Noch ein veganer Proteinriegel, Mandelvanille von Rossmann Eigenmarke. Der hat echt nicht viele Zutaten, ist schon mal überzeugend. Datteln, Reissirup, Proteinmischung, aber dafür auch nicht viel Protein. 40 Kalorien sind 40 Gramm und halt auch wieder 20 Gramm Eiweiß. Obwohl das im Vergleich zu einem veganen Riegel genauso viel ist und der hier ist um einiges günstiger, der kostet die Hälfte. Ja, okay, ich weiß jetzt auch so ein bisschen, wo der Preis herkommt. Der hat halt noch nicht mal irgendwie Schoki drumherum. Der ist halt schon ziemlich vegan proteinlastig. Also das muss man schon sehr mögen. Ich finde sowas immer mal ganz lecker und kann sowas ganz gut mal essen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es super genial finde. Also der bekommt 7 von 10 Punkte. Den habe ich bei Dance geholt. Ist von Simply Raw mit Salty Caramel. Und ich auch mal wieder auf Basis von Datteln. Dann Reisprotein. Der hat 150 Kalorien, ist echt nicht viel. Hat, ja, sind halt 40 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Ist halt dann, dadurch, dass es auf Dattelbasis ist, immer noch relativ hoch, aber ja. Also, der Konsistenz ist halt ganz anders als die anderen veganen Riegel. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Passt eher so ein Nussriegel mit den Kürbiskernen. Und Salty Caramel, also, Entschuldigung, aber das schmeckt man gar nicht raus. Es schmeckt wie ein bisschen anderer Nussriegel. Also es schmeckt ganz lecker, halt auch sehr natürlich, aber das schmeckt nicht nach Salty Caramel. Also ja, 7 von 10 Punkten. Ja. So, hiervon habe ich jetzt auch die zweite Sorte geholt, Peanut Butter Crunch. Von der ersten hat man ja den Geschmack, finde ich, nicht so rausgeschmeckt. Hier wieder 40 Gramm, 160 Kalorien, war in Ordnung, Zucker 36, 8,3 Gramm Protein. Okay. Also der schmeckt mir schon ein bisschen besser, glaube ich, als der andere. Ich habe den anderen gar nicht mehr so arg in Erinnerung. Aber der ist ganz gut. Man schmeckt, finde ich, das pflanzliche Protein jetzt nicht so krass raus. Ja, doch, dafür, dass es ein pflanzlicher Proteinriegel ist, bekommt der schon 8 von 10 Punkte. Ja, doch, ich glaube, den würde ich mir sogar wiederholen. Und ein Kleinproteinbar, die sind neu. Crunchy Peanut Butter, einfach 260 Kalorien. Ich muss sagen, für einen Riegel finde ich das schon immer ein bisschen viel, weil man die einfach so zwischendurch snackt. Zucker hat er aber gar nicht viel. Das ist voll in Ordnung. Protein, ja, 12 Gramm Protein. Okay, der ist aber ziemlich geil. Und man muss einfach sagen, man muss ihn wirklich als Mix aus Nussriegel und Proteinriegel sehen. Und dann sind auch die Kalorien und alles voll gerechtfertigt für so einen Nussriegel. Aber hat hier so eine Schokoschicht drunter und der ist echt lecker. Also doch, der hat halt so Soja-Crispies und Nüsse drin, ne? Und finde den richtig, richtig lecker. Doch, ich glaube, den würde ich mir auch auf jeden Fall wiederholen. Ja, der kriegt 9 von 10 Punkte. Seitenbacher. Ich muss sagen, ich finde, die sind so hässlich. Also sorry, aber die sehen immer null ansprechend aus. Vor allem, da ist echt wie Proteinriegel drauf. Kann mir irgendjemand mal sagen, was da eigentlich drin ist? Ja, Vollmilchschokolade. Ja, super. Was ist da noch drin? Na, was schmeckt der? Und da haben jetzt 60 Gramm 200 Kalorien. Auch voll in Ordnung. 60 Gramm Protein. Okay, erstmal. Das sind zwei Blöcke. Und zweitens, das schmeckt kacke. Also, wirklich nicht empfehlenswert. Das ist ja mega langweilig. Ist ja einfach wirklich nur so ein Riegel überzogen. Also, das ist so typische Proteinmasse überzogen mit Schokolade. 3 von 10 Punkte. Und dann nochmal zwei hier von Puja. Einmal mit Kokos und einmal mit Kokomaka. Hallo, Reisprotein. Ja, man muss ja echt immer einfach dieses Reisprotein einstellen und damit rangehen. Okay, ich schmecke jetzt Reisprotein. So, 6 von 10 Punkte. Ja, im direkten Vergleich schmeckt man hier das nämlich weniger raus. Also, auch das Maka schmeckt man nicht so arg raus. Und ja, schon ein bisschen besser. 7 von 10 Punkte. Dann von Raw by die Proteinsorte. Ein Riegel hat 200 Kalorien. Ja, 34 Gramm Zucker auf 100 Gramm und hauptsächlich immer noch mit Datteln, aber auch Reisprotein. Der schmeckt nicht so geil wie die anderen Raw Bites, weil die anderen viel süßer sind, weil da halt viel mehr Datteln drin sind. Aber hat auch was ganz Leckeres. Also ist in Ordnung, sind 6,5 Punkte.
Und jetzt habe ich hier nochmal zwei Yippie Bars. Da hatte ich ja den letzten Test, die haben mich nicht so überzeugt. Ich gebe den Sorten jetzt nochmal eine Chance. Triple Chocolate und Coconut Dark Chocolate. Das klingt eigentlich ganz geil. 45 Gramm, 177 Kalorien und ja, 16 Gramm Protein. We will see. Okay, ich weiß nicht, ob ich generell meine Erwartungen einfach ein bisschen zurückgeschraubt habe. Und dafür ist es lecker. Vor allem diese geile Schicht da, also diese dunkle, ist schon ganz lecker. Also Triple Chocolate kann doch was, viel besser als die anderen Sorten. Schmeckt auch gar nicht so eklig künstlich süß, sondern lecker künstlich süß. genau, von daher bekommt der ja doch solide 8 von 10 Punkte. Okay, die hat aber wieder den künstlichen Geschmack. Ist schon sehr, sehr künstlich. Ich finde den nicht so lecker. Also schmeckt schon nach einer Kokos, aber halt ein bisschen ekliger Kokosgeschmack. Also ja, 5 von 10 Punkte. Diesmal von Lidl mal ein Riegel im Test mit Vanillejoghurtgeschmack. Also im ersten Moment finde ich den Geschmack ganz lecker und dann ist es halt einfach komplett dieser typische Proteinriegelgeschmack, der echt nicht so lecker ist. 50 Gramm Protein ist schon echt viel, aber das schmeckt man halt auch raus, ne? Also das ist ja nicht so ein Träumchen und ja, also kann ich jetzt nicht von Herzen empfehlen. Nee. Die zweite Sorte im Proteinbar von Lidl. Dann habe ich jetzt hier Cookies and Cream. Nichts mit Crunch, nichts mit irgendwas. Nö, das überzeugt mich nicht. Nee, fällt geschmacklich leider durch. Also 4 von 10 Punkte. So, und jetzt sind die Designer Crunchy Bars dran. Die gibt es hier in 4 verschiedenen Sorten. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ja, die haben 20 Gramm Protein, 60 Gramm sind drin, 230 Kalorien. Ja, also diese Konsistenz von denen ist ja immer so gold. Sie haben halt wirklich so ein geiles Core. Hat Schokolade außenrum mega lecker. Ich habe jetzt erstmal hier die Salted Caramel. Aber der Karamellgeschmack ist mir ein bisschen zu künstlich. Also ganz mein Geschmack ist es nicht. Und Konsistenz alles geil, aber sonst so semi. Also ich finde es ein bisschen einen künstlichen Nachgeschmack. Also er bekommt so 7 von 10 Punkte. Okay, jetzt habe ich Hazelnut-Nougat. Das ist viel geiler, wirklich. Also auch von der Konsistenz wieder genauso. Das sieht man immer gar nicht, wenn ich abbeiße, dass da drin diese geile Füllung ist. Finde ich viel, viel leckerer. Also der bekommt 9 von 10 Punkte. Einfach mega lecker. Okay, auch Chocolate Caramel. Geil. Wirklich. Ey, diese Masse da drin, der schmeckt auch total lecker. Hat auch nicht so den Billig-Schokoladengeschmack, sondern schon einen ziemlich schokoladigen Schokoladengeschmack, wenn ihr wisst, was ich meine. Also schmeckt sehr hochwertig. Also top. 9 von 10 Punkte. Als Kokosnuss. Ihr wisst, ich liebe alles mit Kokosnuss, da bin ich nur 10-mal kritischer bei Kokosnuss. Ein kleines bisschen künstlichen Geschmack, muss man schon wieder sagen. Aber irgendwie finde ich den künstlichen Geschmack ziemlich geil. Also in dem hier, doch mit dem Kokos mag ich. Also 8 von 10 Punkte. Ja. Testen wir auch nochmal die Designer Bars, die ohne Crunchy sozusagen. Die habe ich aber gestern auch schon getestet und ich muss sagen, die finde ich immer noch voll crunchy. Also sie sind immer noch mega lecker. Sind halt 14 Gramm Protein, weil hier einfach weniger drin ist. Das sind ein bisschen kleine Riegel mit 45 Gramm. Finde ich schön, dass die große und kleine Riegel haben mit 174 Kalorien. Und zwar haben die nämlich hier, das sieht man nur so ganz leicht, so eine richtig geile Schicht nochmal drin. Nur eine Kokosnussschicht, die ist Mike B. Raffaello. Deswegen den kokosnussarmen Kokosnuss finde ich so lecker. Also der bekommt 9,5 Punkte. Schon ziemlich, ziemlich lecker. Ja, genau. Hier sieht man diese Schicht nochmal richtig geil. So eine ist eben auch beim Hellen drin, dass man die ja nicht so sieht. Richtig lecker. Schmeckt mir nicht ganz gut wie der Kokos, aber auch auf jeden Fall, ich Kokos liebe. Deswegen 8 von 10 Punkte. Und als letztes Peanut Karamell. Ich muss sagen, mir schmeckt die helle Masse bei dem nicht so gut. Also da ist zwar geil mit dem Karamell drin, aber irgendwie finde ich die helle Masse schmeckt mir zu sehr nach Protein. Der ist so mein wenigster Favorit, also würde ich 7 Punkte davon geben. Ich hoffe, euch hat das Format mal gefallen. Gebt mir auf jeden Fall mal ein Feedback dazu und einen Thumbs up, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert mich auch gerne und ja, erzählt mir auch gerne, welchen Riegel davon ihr sozusagen schon kennt, welchen ihr davon mögt oder was euer liebster Drogerieriegel ist. Dann kommt ihr auf jeden Fall in den nächsten Test, wenn ihr einen möchtet. Und ja, wie gesagt, folgt mir gerne auf Instagram und habt einen ganz schönen Tag.